So, da geht mal weiter gespielt mit Remnant 2. Gestochen wir mal bei dem scheiß Bosskampf. Gucken wir mal, ob wir den Haut platt machen endlich. Versuch.
das? Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Easy. Merci für den Follow. Seht, das mit der kleinen Erinnerung von gestern ist das definitiv besser gegangen. Lo. Und noch mit der Position für Silver auch vollen Zügse. Also gut, dann kommt her und holt es euch. Was? What?
Was ruft mich während meiner ewigen Wanderschaft? Nusa! Was für eine Art Bestie ist das? Paxoltec. Ich kann meine Wanderschaft mit dir teilen. Aber zunächst suche ich das Wissen, die wahre Natur deines Inneren. Du möchtest antworten? Also werde ich fragen. Beantworte diese Fragen ehrlich, niedliche Bestie. Damit dein Inneres sich offenbart und dein Auge sich öffnen kann. Und überlege gut. Höre beim... Du führst in einer Verhandlung gegen einen Unschuldigen den Vorsitz. Feinde des Angeklagten haben dein Kind als Geisel genommen. Nur wenn du den Angeklagten verurteilst, wollen sie deine Tochter freilassen. Verurteilst du den fälschlicherweise Angeklagten oder riskierst du das Leben deiner Tochter? Oh, es macht so viel Spaß. Du und vier andere deiner Art überqueren eine Bergkette, um in ihre Heimat zurückzukehren. Unwissend habt ihr euer Lager auf dem heiligen Friedhof eines anderen Stammes aufgeschlagen. Zur Wiedergutmachung verlangt der Stamm, dass ihr euer ältestes Gruppenmitglied 2 Jahre bei ihnen lasst. Ihm wird nichts geschehen, aber ihr könnt es in der Zeit nicht kontaktieren. Wenn ihr zustimmt, dann kannst du mit dem Rest deiner Gruppe ungehindert gehen. Wenn ihr euch weigert, dann muss deine Familie eine Kampfprüfung bestehen. Überlasst ihr euer ältestes Mitglied dem Unbekannten oder riskiert ihr den Tod im Kampf? Oh, das macht so viel Spaß. Du betreibst eine Gaststätte. Einer deiner treuesten Stammkunden behauptet, er werde in 2 Tagen für ein Verbrechen eingesperrt, das er nicht begangen habe. An seinen letzten Tagen in Freiheit will er diejenigen vergiften, die ihn fälschlicherweise beschuldigt haben. Du weißt, dass er die Wahrheit sagt, aber du kannst ihn aufhalten. Eine Prise Kübersaat in seinen nächsten Trunk. Und er wird für ein paar Tage ans Bett gefesselt, aber sonst nicht weiter verletzt. Vergiftest du ihn? Oder drückst du ein Auge zu, während er seine Rachepläne schmiedet? Das passiert nicht jeden Tag, dass eine Frage dein Schicksal bestimmt. Oder du hast dich in ein unsterbliches Wesen verliebt. Deine Liebe ist so stark, dass ihr füreinander bestimmt sein müsst. Um mit deiner Liebe zusammen sein zu können, musst du vom Baum des Lebens essen und selbst unsterblich werden. Aber du musst Familie und Freunde zurücklassen. Sie müssen altern und werden letztlich sterben. Lässt du deine sterbliche Familie zurück? Oder verbringst du dein Leben ohne deine eine wahre Liebe? Faszinierend. Es wurde prophezeit, dass dein Sohn eines Tages eine Katastrophe verursachen würde. Wegen dieser Prophezeiung versuchte ein Kriegsherr, ihn zu töten, als dein Sohn noch ein Kind war. Jetzt ist dein Sohn erwachsen und glaubt, dass die Prophezeiung wahr ist. Er will sich tapfer dem Kriegsherrn ergeben, um die Welt vor der prophezeiten Katastrophe zu bewahren. Lässt du deinen Sohn sich opfern? Oder rettest du sein Leben? Du wärst überrascht, wie selten ich diese Antwort höre. Du hast deinen Weg gewählt, niedliche Bestie. Dein Herz ist rein. Möge die Macht des Auges des Rehs dich von deinen inkarnierten Fesseln befreien. Im Inneren eines jeden Wesens sind 2 Augen. Wir können durch beide sehen, aber die meisten bevorzugen eines davon. Das Auge des Verwüsters ist dynamisch, getrieben und unersättlich. Aber trotz seiner Macht ist seine Sicht getrübt. Das Auge des Verwüsters sieht selten über seinen Unterschlupf hinaus.
wie ein Tier, das seinen eigenen Schwanz jagt. Macht er keine Pause? Das Auge des Rehs sieht nur, was vor ihm ist. Die Gabe des Rehs ist dezent und wird leicht unterschätzt. Es ist eine höchst mysteriöse Präsenz in einem selbst. Die Übertragung von Macht ohne Zwang. Genau wie das Reh selbst, nicht gesucht oder aufgespürt oder gar gejagt wird. Durch deine ehrliche Antwort, niedliche Bestie, gibst du mir einen Einblick. Und jetzt stehen dir die Gaben deines dominanten Auges offen. Ich werde dir von Ramuriel erzählen, dem Dienerkind der Wand. Ich habe Ramuriel als Baby gefunden, groß und wütend, wie nur ein Baby es sein kann. Es wurde nichts aus ihm. Er wurde von einem großen, heulenden Baby zu einem großen, ruhigen Pan. Er diente, ohne sich zu beklagen. Niemand kannte seinen Namen. Denn niemand wollte ihm für die Zubereitung der Speisen oder das Säubern der Wäsche danken. Wer denkt schon an ein Kind, das einem dient? Als die Krill kamen, belagerten sie den Tempel. Niemand konnte entkommen, um Hilfe zu holen. Alle waren verdammt. Das Auge des Rehs öffnete sich an diesem Tag in Ramuriel. Er war kein Kämpfer und hatte auch keinerlei Training. Aber er hob den größten Schild, den er fand, und sagte den anderen, dass sie fliehen sollten, sobald er einen Weg freigemacht hatte. Er schob Dutzende Krell über eine Klippe und stürzte dabei ebenfalls. Später kam sein Meister zu mir und wollte mehr über den Jungen erfahren, der sie gerettet hatte. Denn er wusste, dass ich ihn zu ihm gebracht hatte. Ich erzählte ihm viele Geschichten über Ramuriel. Man könnte sie sogar für wahr halten. Gibt es noch etwas? Mehr Wissen von mir? Von unserer wundervollen Welt? Du stehst vor Maedra, Geist der natürlichen Welt, Tochter von Pflanzenstiel und dem Bach. Meine Schwestern und ich sind glorreiche Weberinnen aller wilden Schönheiten. Wenn der Berg, der Frühling und der feste Baumstumpf dir den Atem rauben, niedliche Bestie, dann ist es unser Verdienst. Es ist unser Segen. Eine unvorstellbare Anzahl. Mutter Pflanzenstiel und Mutter Bach verlassen sich darauf, dass wir uns ausbreiten und wachsen. Allerdings kommunizieren wir nicht oft mit Bestien wie dir. Jedenfalls nicht mehr. Vor allem nicht seitdem, was Keula zugestoßen ist. Es war eine Tragödie, Bestie. Eine grausame Tragödie. Keula war von sterblichen Wesen fasziniert. Von eurem Leben und euren Geschichten. Anders als die meisten von uns ist sie nicht im Verborgenen geblieben. Und ihr habt sie über eure kurzen Leben hinweg angebetet. Ihr habt ihr sogar ein Haus gebaut. Einen Tempel, wie ihr es nennt. Die Saat hat sie dort gefunden. Wir kleinen Göttinnen werden nicht einfach entwoben. Und doch hat sie überlebt. Aber vielleicht wäre es besser gewesen, wenn sie gestorben wäre. Denn was von ihr geblieben ist, ist nicht die Schwester, die ich kannte. Aber wir bewahren die schönen Erinnerungen. Reue verschwendet nur das Leben. Möchtest du noch über etwas anderes sprechen? Am Tage ist es eine schattige Lichtung unter smaragdgrünen Zweigen und goldfarbenen Blättern. Ausgelegt mit flauschigem Moos. Aber bei Nacht, niedliche Bestie, verzaubern die Bäume die Verlorenen und Betrunkenen. So war es jedenfalls vor dem Zeitalter der Auslöschung. Wie gern ich zum Spiel zurückkehren möchte. Dieses Zeitalter birgt für mich nur Zerfall. Nun gut, niedliche Bestie. Mach dich auf den Weg. Oh, sie kommen.
die scheiß Bulle, die du in der Wii. Das ist aber leider nicht. Okay, gehen wir es an.
Was zur Hölle ist hier passiert? Das sieht nicht gut aus. Jetzt geht's los. Schon.
Hallo? Salut! Wie aus jetzt? Jo gut, dann macht ihr Kevin. Nochmal. Ich bin vom Remnant. Ja. Schon, ich mich steck gequält beim Bus. Haut machen schon wie easy. Da musst du dich fördern. Damit du das fort nicht spielst, ich bin so fertig gemacht. Ja. Mist, Mist, Mist. Läuft ein Tentakel oder so. Lauf, hallo, sie trippeln. Hallo. Unbedingt mein Ausdauer und Loot helfen. Wie war es doch gestern schlafen? Nun, hab nicht Zeit für Kim. Ah. Hab keinen Platz. Boah, der andere Kim geht gestern sicher so etwas von der Negol für seine Freundin. Ja, mach schon ein Junge, war ein bisschen. So lieb. So ein bisschen lieb. Fit Finest, danke. Ja. Wenn du das leider nicht gespeichert, das hat schon gezuckt, nee. Das ist also gut so. Ja. Jetzt Abgang, nicht höre. Schon rum zu wehen. Das lebt. Muss schon rum zu den Tentakel heute hier noch mal.
dann halt stirbst. Ich will schon mal Strom weiter gelöst haben, ja, guck mal. Ich hab doch noch ein Stück. Jo, morgen ist fertig. Doch nehmen wir noch den ganzen Ausschuss machen, Fargo klemmen und die ganze Scheiße. Okay. Das ist elektrisch fertig, oder kann ich aufhängen, die Mauer fertig zu machen? Verdammt. Vielleicht auch so aussteigen. Verdammt, letzte Kugel. Letzte Kugel, das ist schlecht. Die scheiß Ausdauer. Nicht schon rum zu gehen. Wichser, fick dir rum. Also gut, dann kommt her und holt es euch.
hat er doch schon Rambier geschmackt. Ah, na, was für ein Emo hast du von nicht geliefert? Krasse Scheiße. Was hat die für ein Aim? Foh, das ist so witzig. Nicht los, schon rum so hin. Mm-hmm.
Davon habe ich genug. Wo schaffst du denn? Verkrieft? Wo schaffst du denn? Ja. Wie groß hier? Da hat das viel Arbeit am Moment. Welche Präparationen hüllt er da du momentan? Was ist denn? Welche Präparationen hüllt er da du? Ey. Oder welche Abschlüssel um momentan zu machen? Aha. Ja, man hat den Baum der Französisch holen. ich geh den Bremst, das ist schon. Bist du auf was schaffen, ne? Also, ich weiß, dass du auf der Gemeinschaft und dass okay. Der Heinz für verschiedene Events da muss Sachen machen. Ja, dann lass schon mal anfangen, ja. Ich bin am Anfang an der Transport-Equipe und bei uns geht eben darum, dass wir müssen. Sachen theoretisch von A nach B bringen, inklusive Möbeln. Und im Moment sind wir eben extrem mit der Schule beschäftigt. Das heißt, die Profi planen muss man eben die Sachen planen. Und wenn eben Profi für die neue Woche eben neue Möbel brauchen oder gut wie es war, dann muss man die übrigen dann eben festmachen und alles. Oh, okay. Und Dresden jetzt sind wir dumm, aber im Moment schafft es. Weil, ja, sie müssen eben all und Mauer angeschraubt sind. Ja, das ist Sicherheitsvorschrift. Genau. Und dafür hauptsächlich ist das eine Menge Aufgabe. Beziehungsweise bringen wir eine Menge Marvel-Spiele. Ich meine, das am Kongi, der Tisch sind allein. Geil. Und, ja. Das sind eben noch viel, wo der Boden frisch gemacht kriegen oder so, wo man dann nicht mehr rausbricht. Und dann muss man eben von der eben. Oh, fick den Mann! What the fuck? weil man mit mir rausbricht und die da fertig sind, muss man dann irgendwann mit mir rumbringen und darum festmachen. Und der Problem bei der Sache ist, weil der Boden frisch gemacht wird, aus dem Boden nicht mehr so wie vier drin. Natürlich, wir mussten immer alles scharf einzeln ausstellen. Und ja, das okay. Hat mega viel Zeit. Das neben richtig, oder dass du Gentmauer hast, dass das neben Chance mit Klang hast, das nimmt halt. Ja, ich weiß, seit der Vielfalt, dem uns wohl bekannt ob im Mibel geklommen ist und du sich erschlagen hast, wenn sie doch auch für mich streng gehen. Genau. Genau, du weißt das halt auch so, dass das halt so was. Wir, ja, empfangen wir, wir sind Service Maintenance theoretisch und, es gibt aber auch ein Service Krieg und ein Service Feuer. Und die und auch hier sind eine Equipe, die das machen und, wir gehen zum Beispiel dann eben Mifle rausrechnen und du musst mir das dann eben auch eben. Hier mit viel lass man und alles, mit wie sie die festgemacht haben, da krüsselt sie den Kopf wirklich. Das ist zum Beispiel, wenn ich war, heute Mittwoch, und ich einen Schmiffel an der Straße bei der Straße kriege, ich kann das so, und dann hat mich bis heute, dass noch Kinder gestorben ist. Also denen aus hier habe ich das hin, ist scheißegal, das ist heißt richtig. So, Handwerker ist leider überall. Das ist mein. Das Problem ist, ich bin hier nicht gelehrt. Ich bin hier nicht gelehrt, den Handwerker, mehr. Und ich sehe, wie sie schaffen, vor das. Ich muss wirklich gut keinen Bock auf das zu machen.
Schaffst du dann immer mehr in seine Schicht oder hängt er doof, wer was aussteht? Ja, das nehmen wir von 7 bis 3 und dann hast du rüber. Easy. Oh, natürlich noch viel Abschluss fängt man echt ohne, aber. Im Moment nicht. Also doch, das finde ich natürlich schwierig. Gott sei Dank geht der andere Regel auch immer die nämlich Schicht. Okay. Was ist da? Und der Regel hunde ich auch meistens 7 bis 4:30. Na ja. Das kann wirklich nicht klonen. Ah, Gott sei Dank, Checkpoint. Hey, was wird solche dich richtig gelehrt? Oh, doch. Ah, oh, okay. Das ist schon gut, erst einmal zu sehen. Herzlichen Glück. Ja. Was ist dann eigentlich beim Starter in einer C-Karriere oder D-Karriere? Ich bin in einer A. B, pardon, B. B-Karriere, okay. Ja. Kann nicht so, wie so. Ich Idiot. Das hat die Chance, wenn es ein Schwer poppt, ne? Ah, okay, ja. Das, ja, du musst leider die Kanne, sonst kannst du nicht frei. Ja, Vitamin B. Uff, Alarmcode. B.
bin an einem Kutel, Mo. Ich war bei die Leerle, ne? Du bist da doch noch. Hallo, Bro. Hm? Egal, die kannst du unten aufstehen. Das ist gut, dann kriegst du wirklich schnell ein Panik und so. Oh nee, Kim, was du? Jo. Kim, was du? Kiki hat mich gerade geteilt auf sein Discord-Server. Kim, was du? Papo? Ja? Ipex? Können wir gerne rennen. Ich wollte eine Scheibe evaluieren. Jo. Guckt da und einfach carrément mein Discord-Channel kopiert. Gut. Nee. Dann wird gehen. Ich bin anwesend, das ist für mich ja. Dabei sein ist alles. Sind die auch Kapitäten mit seinem Discord-Server, das ist echt. Das schmeckt nur mit du. Oh, pardon. Was ist der? Ja, ich komm nicht, ich komm da weg, bitte zu. Meine. Ich überlege carrément wirklich mein Brassley, Mama, doch da habe ich zu holen, Mann. für Brassley weiter zu schaffen. Ma ja, die Freude war also ganzes System aufgestürzt. Und das ist nicht gegangen. Und wir sitzen eine Stunde lang durch die Luft zu gucken. Weißt du, und du... Autsch! Mein Spiel ist mir ja. Und du so klingst, hab ich gelesen zu mir. Ja, hast du nur dein Ding dabei gehabt, was kennst du denn? Ach, noch mal. Ich spiele aber nur das. Machen wir noch Versuche, da kommen wir schon, Apex. Also ich sehe wieder, wie schlimm ich noch so gut ist. Ich spiele noch mehr drin.
Okay, der Boss haben wir schon mal eingeführt, wir haben nächste Kehre. Dann kriegst du nur noch dann das hier, ne? Ja. Stimmt, dann kriegst du. Nein.